Lass uns mit der Freude des heutigen Tages beten, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und des Königs David, Schütze, Schwestern, Brüder, Alte, die jetzt hier zusammen sind, uns mitten im Schützenfest unseren Gottesdienst und der Heiligen Messe feiern. Es ist schön, dass Sie gekommen sind, dass wir das gemeinsam feiern dürfen. Wir haben ja einen ganz besonderen Grund zu feiern, denn wir feiern das 125-jährige Jubiläum. Das ist schon etwas. Und ich darf jetzt erstmal alle Gründungsmitglieder nach vorne bitten. Yeah.
Gott ist in das Bild des Teils und Gründen, das sich hier bei allen Füßen auf den Weg zu finden. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meiden, was dem Namen widerspricht, und zu tun, was unserem Glauben entspricht. Darum beten wir durch Christus. Eine schöne Idee zu diesem Jubiläumsfest mit so einer
Katze ist etwas sehr Dynamisches, etwas Lebendiges. So ein Licht kann sehr viel Freude schenken, Glanz verbreiten. So ein Licht kann auch vielleicht in dieser Jahreszeit, aber sonst auch Wärme schenken, Wärme verbreiten. Menschen können sich an diesem Licht erfreuen. Aber, und da sind wir wieder ganz bei uns, so ein Licht ist auch etwas sehr Empfindliches. Es kann flackern, es kann zu Erlöschen drohen. Wir müssen es beschützen. So ein Licht steht eben auch stellvertretend für uns Menschen, auch für eine Schützengesellschaft. Da kann auch vieles zerbrechen oder schieflaufen. Wir wollen von ganzem Herzen bitten, dass dieses Licht uns Wärme und Kraft schenkt, möglichst die nächsten 125 Jahre. Mindestens. Preiset den Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Sein Wort ist Licht auf unseren Weg. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen. Segne diese Kerze. Segne diese Kerze, die wir zu deinem Lobpreis entzünden. Wie ihr Licht das Dunkel erhellt, so mache du unser Leben hell mit deiner Wahrheit. Schicke uns in den Bedrängnissen unseres Lebens Zuversicht und Freude und hilf uns mit deinem Licht auch das Leben anderer Menschen hell zu machen, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Segne diese Fahnen und schließe alle, die seinen Folgen zu einer
unsere verstorbenen Vereinsmitglieder, Förderer und Befreundete schützen. Hilf uns, dass wir sie und ihre Verdienste und Schützengesellschaft nicht vergessen können. Für alle, die sich im Verein zusammenschließen, hilft das dort Freundschaft, Verantwortungsbewusstsein und Einsatz. Für alle, die sich voller Angst und Unsicherheit zurückgezogen haben, um sich zu schützen, um so überleben zu können. Für alle, die weiterleben dürfen, um endlich atmen zu können, um endlich aufschauen zu können. Und das ist die Geschichte.
in Wahrheit ist es, dir ein mächtiger Vater zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und den Wechsel der Zeiten unterworfen. Menschen aber hast du auf deine Welt hingeschaffen, ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Lass es bestimmen, mit Ehre zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer zu dienen und das Wort deiner Taten zu verkünden durch Jesus. Darum sehen wir mit den Engeln, den Staaten des himmlischen Heeres, die gesagt haben. Dann und zum Abend wollen wir gemeinsam
Thank you.
Danke.